Hallo, hier ist die Petra von Petra Art. Wie ihr seht, werde ich heute mal ganz was anderes machen. Und zwar ich bin auf die Idee gekommen, weil ich so viel Kleingeld hatte. Und das umzutauschen ist ja heutzutage auch schon eine kleine Schwierigkeit. Und damit das Portemonnaie nicht immer so voll ist, lege ich die immer an die Seite. Und dann ist mir eine Idee gekommen, dass ich das ja auch mal bemalen könnte. Ich werde jetzt mit Acrylfarbe eine Grundierung machen auf diesen Centstücken. Und dann werde ich das mal mit Farbe ausfüllen. Ich habe hier jetzt eine schwarze Acrylfarbe. Da habe ich mir jetzt am besten so einen Zahnstocher genommen, damit er auch hält. Und damit kann ich ein bisschen führen. Und diese einmalige Grundierung, die reicht auf jeden Fall. Das ist nur, damit wir einen schönen Hintergrund haben. Und bei den Centstücken, ich will immer noch Pfennig sagen, bei den Centstücken ist es auch so, ich habe mir jetzt welche ausgesucht, die noch recht schön aussehen. Die noch ein bisschen Glanz haben. Damit, ich möchte die andere Seite also auch nicht grundieren oder bemalen, sondern nur eine Seite. Und damit das also auch schön ist, wenn man diese Centstücke in der Hand hat und dann auch mal umdreht, hat man nicht gesagt, oh Gott, wie sieht das denn aus? Ihr seht also, ich habe mir jetzt hier so eine kleinen Zettel genommen, weil den kann ich dann auch gleich schön an die Seite stellen. Weil ich wollte euch das nur mal zeigen, wie ich die grundiere. Ich habe nämlich schon was vorbereitet. Und dann kann ich gleich auch sofort weitermachen. Und mir ist aufgefallen, also diese Grundierung hier auf diesen Centstücken, die trocknet recht schlecht. Schnell, schnell, nicht schlecht. Und hier so einen Zahnstocher oder irgendwas zu haben, das ist wirklich, sonst rutscht mir das immer hin und her. Und ankleben wollte ich das nicht, weil ich das ja gleich auch noch eigentlich auch drehen möchte. So, jetzt sind die Centstücke schon mal grundiert. Dann machen wir das zu. Und ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ihr jetzt einfach nur zuschaut, meine Stimme nicht hört. Ich werde euch da Musik hinterlegen. Und dann werden wir mal sehen. So, mein Pinsel habe ich jetzt erstmal ausgewaschen. Jetzt machen wir das so. Die lege ich jetzt mal weg. Das auch. Und wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich jetzt mal 2 Cent, 1 Cent, 5 Cent. Ich lege mir aber doch mal wieder ein Zettelchen darunter. Ich muss sagen, ich habe bei den letzten Videos bin ich so oft aus dem Bild gegangen. Da muss ich mir jetzt irgendwie eine so, gucken wir mal, dass wir die drei mal hinkriegen. Ich habe hier mal, ich hole das mal ins Bild. Also hier habe ich Acrylfarbe. Das sind immer schon so Blättchen, die man nicht mehr mischen muss.
Ich weiß nicht, also die sind auch nicht so ganz teuer. Und ich habe mich heute für Gelb und Orange entschieden. Dann werde ich einen Grünton da haben und dann zaubern wir mal einfach was daraus. Ich schalte also jetzt den Ton ab. Ich hoffe, ich bin im Bild und dann sprechen wir uns zum Schluss nochmal. Bis dann. Thank you.
jetzt habe ich die Münzen fertig, die Centstücke. Also ich finde, die sind mir ganz gut gelungen. Und ja, das ist dann also einmal 1 Cent, 2 Cent und 5 Cent Stück. Und farbenfroh sind sie auf jeden Fall. Jetzt lasse ich die trocknen. Und wenn die dann ganz trocken sind, weil die Punkte dauern sehr lange zum Trocknen. Und wenn die Punkte dann alles trocken ist, dann werde ich da nochmal mit einer Lasur drüber gehen, sodass die auch geschützt sind und vielleicht auch noch schön glänzen. Da kommen wir jetzt zum Ende. Also, hat euch dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Gefällt euch mein Kanal? Dann abonniert ihn einfach, kostet nichts. Ich freue mich. Ich freue mich auch immer über einen netten Kommentar. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.